Stell dir vor, alle begehrten Luxusuhren fallen von heute auf morgen im Preis. Im Schatten einer neuen Technologie werden die Uhren von Rolex oder Marc Piguet und Patek Philippe plötzlich zum Ladenhüter. Aus heutiger Sicht wäre das ein undenkbares Szenario. Doch in den frühen 1970er Jahren ist es zu genau dieser Situation gekommen, was zur berühmt-berüchtigten Quarzkrise in der Uhrenindustrie führte. Hallo zusammen. Mein Name ist Mayo und ich heiße dich herzlich willkommen bei Gentleman Watches, dem Schweizer Uhrenblog. Mit dem Aufstieg der Quarzuhren musste die Schweizer Uhrenindustrie einen harten Schlag erleiden. Sie unterschätzten das Potenzial der Quarzuhren maßlos und so verloren sie in nur wenigen Wochen große Anteile am Uhrenmarkt. Eine Entwicklung, die beinahe zur Auslöschung der Schweizer Uhrenindustrie führte. Als Schweizer ist uns dieses Ereignis natürlich als wahre Tragödie in Erinnerung. Heute werden wir die Quarzkrise auch aus Sicht der Schweizer ansehen, über die Sichtweise der japanischen und amerikanischen Uhrenindustrie, die diese Zeit auch als Quarzrevolution bezeichnen, werden wir auch bald ein Video veröffentlichen. Ich werde es hier oben verlinken, sobald es online ist. Um den Ursprung der Quarzkrise zu finden, müssen wir in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg vorgreifen. Denn in den Nachkriegsjahren profitierte die Schweizer Uhrenindustrie maßgeblich von der politischen Neutralität des Landes, wodurch sich besonders gegenüber dem deutschen Nachbar ein erheblicher Vorsprung ergab. Viele deutsche Uhrmacher, wie zum Beispiel A. Lange & Söhne, wurden nach dem Krieg enteignet und liquidiert. Die Uhrmacher, die hingegen verschont blieben, hatten nach dem Krieg mit einer am Boden zerstörten Wirtschaft zu kämpfen, in der sie kaum noch Käufer für ihre teuren Uhren fanden. Schweizer Uhrenmarken konnten währenddessen fortbestehen und weiter an Größe zulegen. Insbesondere Namen wie Breitling, Rolex oder Omega wurden in dieser Zeit immer populärer und es gelang ihnen, sich weit über ihre Landesgrenzen hinweg zu etablieren. Sie konnten sich auch im amerikanischen und im asiatischen Markt ohne Probleme ausbreiten. Denn ähnlich wie die deutsche Uhrenindustrie hatte auch die japanische Uhrenindustrie nach dem Krieg sehr zu kämpfen. Japanische Uhrmacher hatten zwar nicht mit Enteignungen zu kämpfen, litten aber unter dem sogenannten Dodge-Plan, der nach dem Krieg von den Alliierten eingeführt wurde. Dieser Plan wurde von Joseph Dodge ins Leben gerufen und hatte das Ziel, die japanische Wirtschaft möglichst schnell wieder auf Vordermann zu bringen. Ein Punkt in diesem Plan war eine erhöhte Warensteuer auf den Export von japanischen Luxusuhren, was der Industrie stark zu schaffen machte, da sie im asiatischen Markt nicht konkurrenzfähig war. Erst in den 1950er Jahren gelang es ihnen, moderne Uhrmachermaschinen aus der Schweiz zu importieren, womit sie ihre Uhrenindustrie langsam wieder auf Vordermann brachten. In Kombination mit einem wirtschaftlichen Aufschwung, ausgelöst durch den Koreakrieg, wurden japanische Uhrenmarken erstmals wieder konkurrenzfähig auf dem asiatischen Markt. Dennoch hatte die Schweizer Uhrenindustrie mehr als genügend Zeit, sich auf dem Weltmarkt auszubreiten, um nahezu eine Monopolstellung einzunehmen. In den 60er Jahren führten technologische Fortschritte im Bereich der Halbleiter und Mikroprozessoren dazu, dass eine neue technologische Möglichkeit auf dem Uhrenhorizont auftauchte. Und mit ihr begann ein Rennen um die Produktion der ersten Quarz-Armbanduhr. Sowohl Schweizer Uhrmacher als auch amerikanische und japanische Uhrmacher arbeiteten mit größtem Eifer daran, die Technologie der Quarzuhr zur Serienreife zu bringen. Dabei war die Technologie der Quarzuhr auch in den 1960er Jahren nicht neu, denn die allererste Quarzuhr wurde bereits im Oktober 1927 von Joseph Horton und Warren Marison vorgestellt. Sie hatte aber das Format von einem großen Koffer und war damals noch eine Einzelanfertigung. Die Technologie an sich war noch weit davon entfernt, in einer Armbanduhr Platz zu finden. Nach etlichen Jahren intensiver Entwicklung war es 1964 dann schließlich soweit, als der japanische Uhrenhersteller Seiko seinen Crystal Chronometer QC951 vorstellte. Dabei handelte es sich zwar nur um eine Taschenuhr, doch 5 Jahre später kam das Quarzuhrwerk auch in einer Armbanduhr mit der Seiko Astra. Dicht gefolgt kamen Anfang der 70er Jahre dann auch die ersten Schweizer Quarzuhren auf den Markt. Generell gab es zu Beginn aber noch keinen großen Andrang auf die Quarzuhren. Für einige von euch stellt sich sicherlich die Frage, warum die Quarzuhr überhaupt so populär geworden ist und weshalb sie so eine große Konkurrenz zur mechanischen Uhr ist. Lass uns dazu einen kleinen Exkurs zur Quarzuhr machen.
Was ist nun eigentlich so besonders an der Quarzuhr? Einerseits ist sie vom Aufbau viel weniger komplex als eine mechanische Uhr, was sie in der Produktion um ein Vielfaches günstiger macht. Gleichzeitig ist die batteriebetriebene Quarzuhr aber auch viel genauer wie eine mechanische Uhr. Mit einer Abweichung von 3 Sekunden pro Tag gilt ein mechanisches Uhrwerk bereits als hervorragend. Quarzuhren hingegen glänzen mit einer Abweichung von ca. 3 Sekunden im Monat und sind somit ca. 30 Mal genauer. Auf die genaue Funktionsweise des Quarzuhrwerkes möchte ich in diesem Video nicht eingehen, du findest dazu aber einen Artikel auf unserem Blog gentlemanwatches.com. Einen Link zu diesem Artikel findest du in der Beschreibung. Die Quarzuhr ist also nicht nur ein klein wenig besser, technisch gesehen übertrifft sie die mechanischen Uhren um Längen. Und dennoch blieb auch, nachdem die Schweiz erste Quarzuhren im Angebot hatte, der Erfolg zunächst aus. Auch wenn das Quarzuhrwerk unzählige Vorteile hat, gab es zurzeit besonders einen großen Nachteil. Denn zu Beginn waren die Quarzuhren etwa so teuer wie ein kleines Auto und wesentlich teurer als mechanische Uhren. So taten die Schweizer den geringen Erfolg der Quarzuhren schnell als brotloses Geschäft ab und widmeten sich wieder ihrer Königsdisziplin, den mechanischen Uhrwerken. Diese Entscheidung trafen sie besonders selbstbewusst, schließlich genossen sie einen hervorragenden Ruf und die größten Marktanteile. Doch es war genau diese Fehleinschätzung, die den Schweizern noch zum Verhängnis werden sollte. Getrieben von ihrem Hochmut hatten die Schweizer auf das falsche Pferd gesetzt. Denn nach einer gewissen Zeit schlugen die Quarzuhren wie eine Bombe ein. Ein riesiger Hype entstand um die neue Technologie, die mit ihrer nie zuvor dagewesenen Präzision überzeugte. Natürlich hatte dieser Hype enorme Folgen für die Schweizer Uhrenindustrie. Alleine zwischen 1970 und 1983 gingen fast 2/3 der Schweizer Uhrenbetriebe Konkurs. Und mit den Betrieben wurden auch unzählige Uhrmacher arbeitslos. Aber nicht nur die Uhrmacher hatten ihren Job verloren, in der Schweiz waren ganze Regionen von der Uhrenindustrie abhängig, die nun alle auf diese Einnahmen verzichten mussten. Damals gab es einfach niemanden mehr, der noch eine mechanische Uhr kaufen wollte. Denn mit der Zeit konnten die Quarzuhren auch immer mehr mit dem Preis überzeugen. Besonders der japanische Hersteller Seiko hat viel in die Produktion investiert und es geschafft, diese so weit zu optimieren, dass sich beinahe jeder eine Quarzuhr leisten konnte. Aber nicht nur japanische, auch amerikanische Uhrmacher konnten sich auf die Gewinnerseite retten. Gemeinsam fluteten sie den Uhrenmarkt mit billigen Quarzuhrwerken, womit sie beträchtliche Marktanteile für sich entscheiden konnten. Auf den Trend der Quarzuhren sprangen auch andere Unternehmen auf. So begann zum Beispiel 1974 auch der Computerhersteller Casio damit, Quarzuhren zu produzieren, was sich später als sehr erfolgreich herausstellte. Zu dieser Zeit war man tatsächlich der festen Überzeugung, dass die letzte Stunde der mechanischen Uhrwerke geschlagen hätte. Dass mechanische Uhren wie ein Phönix aus der Asche wieder auferstehen würden, hätte damals niemand gedacht. Wir wissen alle, dass mechanische Uhren nicht ausgestorben sind und stattdessen eine Renaissance erlebten. Doch wie konnte sich die Schweizer Uhrenindustrie aus dieser tödlichen Falle retten? Zunächst einmal rüstete die Schweiz massiv um. Dabei spielten insbesondere zwei Namen eine wichtige Rolle, nämlich Ernst Tomke und Nicolas Hayek. Die beiden strukturierten die komplette Uhrenindustrie der Schweiz rapide und umfangreich um. Ernst Tomke ist ein Schweizer Industriemanager, der für die allgemeine Schweizer Uhrenindustrie AG, auch bekannt als ASU AG, agierte. Unter seiner Leitung fusionierte das Unternehmen alle Lieferanten von Uhrenteilen zu einer einzelnen Firma zusammen. Die neu gegründete Firma ETA AG ist bis heute dafür bekannt, sowohl mechanische als auch Quarzuhrwerke herzustellen. Mit diesem wichtigen Schritt konnte das Kapital und die Energie aller Betriebe gebündelt werden. Somit wurde die Produktion der Uhrwerke massiv beschleunigt, was zu konkurrenzfähigen Preisen und einer hohen Stückzahl führte. Doch die Effizienzsteigerung durch den Zusammenschluss reichte alleine noch nicht aus. Denn die Industrie war nach wie vor maßgeblich auf die finanzielle Hilfe der Schweizer Banken angewiesen. Die Schweizer Banken, die selbst ein Interesse am Erfolg der Uhrenindustrie hatten, heuerten Nicolas Hayek an, um die verschiedensten Uhrenmarken aufzukaufen und damit zu retten. Hayek selbst war der strategische Berater bei der SSIH, der Société Suisse pour l'Industrie Horlogère.
Dort kümmerte er sich schlussendlich auch um den Zusammenschluss der zwei größten Uhrengruppen der Schweiz, der SSIH und der ASU AG, zu der auch ETA gehörte. Aus diesen zwei ohnehin schon großen Unternehmen, die selbst aus mehreren kleinen Firmen bestanden, wurde schlussendlich die Swatch Group AG, die mittlerweile als weltweit größte Uhrengruppe bekannt ist. Und so wurde auch die Uhrenmarke Swatch geboren, der absolute Klassenschlager der Swatch Group. Die Swatch-Uhren sind billige, schnell produzierte Uhren mit einem Gehäuse aus Kunststoff, die eine hohe Gewinnspanne abwerfen konnten. Seit Jahren waren das die ersten Schweizer Uhren, die mit den Uhren aus Fernost konkurrenzfähig waren. Lanciert im Jahr 1983 erfreuten sich die Swatch-Uhren aufgrund ihres poppigen Designs und ihres niedrigen Preises rasch große Beliebtheit sowohl in als auch außerhalb der Schweiz. Und so kam es, dass sich die Schweizer Uhrenindustrie nach langen Jahren der Krise mit Hilfe der Swatch wieder große Marktanteile sichern konnte. Somit war die Schweiz als Uhrennation wieder zurück im Rennen. Doch es gab einige Schweizer, die ihre Tradition nicht verlieren wollten. So kam es, dass verschiedene Marken wieder mit der Entwicklung und Produktion mechanischer Uhren begannen, was etwas war, womit kaum jemand gerechnet hätte. Dies haben wir unter anderem Jean-Claude Biver zu verdanken, der nach wie vor fest an mechanische Uhrwerke glaubte. Jean-Claude Biver kaufte in Zeiten der Krise kurzerhand die Markenrechte für Blancpain von Omega ab und belebte die Marke wieder. Der Uhrenmarkt war zu dieser Zeit zwar immer noch von Quarzuhren dominiert, doch Biver war der festen Überzeugung, dass mechanische Uhren ihren Platz wiederfinden würden. Dank seiner Zuversicht waren es Blancpain und Chrono Suisse, welche seit langem die ersten neuen mechanischen Uhren lancierten. Aber auch Rolex konnte die Krise irgendwie überwinden und blieb den mechanischen Uhren treu. Wenn du dich mit den Modellen von Rolex auskennst, weißt du, dass das nicht ganz der Wahrheit entspricht? Schreibe doch einen Kommentar, wenn du weißt, was ich meine. Jean-Claude Biver und viele andere Uhrenliebhaber sahen eine Faszination in den traditionellen Uhrwerken, wie sie in den Quarzuhren nicht zu finden war. Und auch die breite Masse konnte durch ausgeklügeltes Marketing langsam aber sicher wieder von der Exzellenz und dem Charme mechanischer Uhren überzeugt werden. Mit dieser Faszination für die Technik war auch der Grundstein gelegt, der zur Renaissance der mechanischen Uhren führte. Eine Neuerung, die maßgeblich zu dieser Veränderung beigetragen hatte, waren die immer häufiger vorkommenden Glasboden auf der Rückseite der Uhren, durch die man das Uhrwerk bestaunen konnte. Auch skelettierte Uhren trugen maßgeblich zu dieser Faszination bei. Denn durch die Ausschnitte im Zifferblatt konnte man Teile des Uhrwerks sehen, wodurch die Technik und die damit verbundene Handwerkskunst noch mehr in den Fokus rückte. Rückblickend fand in dieser Zeit ein strukturierter Wandel auf dem internationalen Uhrenmarkt statt. Die Quarzkrise war für die einen eine besonders harte und für die anderen eine besonders schöne Zeit. Durch das Erscheinen der neuen Technologie hat sich nicht weniger als die gesamte Auffassung der Uhrenwelt verändert. Man kam nämlich zur Erkenntnis, dass Quarzuhren zwar präzise, aber dennoch billig und einfach in der Herstellung waren, währenddem die wahre Kunst in den mechanischen Uhrwerken lag. Letztlich gelang es den mechanischen Uhrwerken sogar, an ihre alte Beliebtheit anzuknüpfen und weiter darauf aufzubauen. Aber anders als vor der Quarzkrise sind mechanische Uhren nicht wegen ihrer Präzision beliebt, sondern aufgrund der Handwerkskunst und dem damit verbundenen Status. In gewisser Weise macht sie das sogar noch begehrenswerter als zuvor. Anders sieht es bei den Quarzuhren aus. Auch wenn sie sich einst großer Beliebtheit erfreuten, gelten sie heute als günstiges Massenfabrikat. Natürlich ergibt sich bei den Quarzuhren aufgrund des hohen Volumens immer noch ein interessanter Markt, vom Prestige, wie sie es einst genossen, ist aber nicht mehr viel übrig. Sind die Schweizer also vielleicht sogar die Gewinner der Quarzkrise? Auf den ersten Blick sieht die Quarzkrise ganz eindeutig aus. Die Schweizer Uhrenindustrie erscheint als klarer Verlierer, während amerikanische und japanische Uhrmacher massiv von der neuartigen Technologie profitieren konnten. Und tatsächlich war das zur Zeit der Quarzkrise auch so. Wie bereits angeschnitten, hatte die Krise aber nicht nur Schlechtes an sich für die Schweizer Uhrenindustrie. Obwohl die mechanische Uhrmacherkunst zeitweise bereits abgeschrieben war,
erlebte sie eine wahrhaftige Renaissance, durch die sie mehr Anerkennung erlangte denn je zuvor. Ist es nicht mit vielen Dingen im Leben so, dass man sie erst zu schätzen weiß, wenn sie weg sind? Eins ist klar, die Luxusuhrenwelt ist heute so stark wie nie zuvor und die Schweiz ist als Uhrennation weltweit absolut führend. Auch wenn die Uhrenindustrie der Schweiz einen hohen Preis gezahlt hat und viele Unternehmen Konkurs gehen, geht sie rückblickend doch überraschend gestärkt aus dieser Krise hervor. Aber was denkst du? Wer ist nun Verlierer und wer ist Gewinner der Quarzkrise? Ich freue mich über einen Kommentar mit einer Einschätzung. Danke fürs Zuschauen und tschüss zusammen.